Und das ist die viel größere Katastrophe, weil neben dem Strom aus Verzweifelten auch der Hass aus dem Nachbarland über die Grenze schwappt. Tag für Tag wird der Libanon mehr hineingezogen in den Konflikt. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 kämpft die schiitische Hezbollah an der Seite von Assad. Die Schiiten unterstützen also das Regime, die Sunniten aber die Rebellion. Inzwischen ist das Land komplett gespalten. Der Terror und die Autobomben sind zurück. Wir tragen den syrischen Krieg auf libanesischem Boden aus, heißt es da. Libanon im Schatten Syriens. Der Film von Katia Jarjoura ist darum so spannend, weil er klarmacht, der Nahe Osten versinkt nicht einfach nur im Krieg. Hier geht es um die komplette Neuordnung der Machtverhältnisse. Um einen Konflikt der Konfession jenseits aller Landesgrenzen. Und die wahre Front, das ist die zwischen Sunniten und Schiiten. Im Libanon ist der Bürgerkrieg allgegenwärtig. Nach 25 Jahren hat er in der Hauptstadt Beirut zahlreiche Narben hinterlassen. In diesem kleinen Land mit nur etwa 4 Millionen Einwohnern teilen sich die verschiedenen christlichen und muslimischen Religionsgemeinschaften die Führung. Ein Konfessionssystem regelt die Regierung. Die wichtigsten Ämter werden nach religiösen Gesichtspunkten besetzt. So muss der Präsident laut Verfassung maronitischer Christ sein, der Premierminister sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident schiitischer Muslim. Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen Parteien, ihre Führer, ihre Fahnen, ihre Märtyrer. Seit dem Ende des Bürgerkriegs wird die Politik von zwei gegnerischen Parteien beherrscht. Der schiitischen Hisbollah, der einzigen Partei, die über eine bewaffnete Miliz verfügt und die sich Gottespartei nennt, und der sunnitischen Zukunftsbewegung. Die Christen wiederum haben sich ihrerseits gespalten und den verschiedenen Lagern angeschlossen. Eine Unzahl weiterer Parteien ergänzt das komplexe politische System. Zu dieser konfessionellen Zergliederung kommt noch die heikle geografische Lage zwischen Israel im Süden und Syrien im Osten. Zahlreiche Faktoren, die die Stabilität des Landes massiv bedrohen. Der Aufstand im benachbarten Syrien 2011 trifft den Libanon mit voller Wucht. Als erstes bekommt ihn die Stadt Tripoli im Norden des Landes zu spüren. Die Sympathisanten und die Gegner von Assad prallen in einem Milizenkampf aufeinander. Die libanesische Bevölkerung ist gespalten. Die Sunniten unterstützen den Aufstand, die Schiiten das syrische Regime unter Assad. Im Libanon droht ein neuer Bürgerkrieg. In den Syrien-Konflikt wird das Land durch die schiitische Miliz der Hisbollah hineingezogen. Diese stärkste politische und militärische Kraft des Libanon beschließt, das Regime von Assad in Syrien zu unterstützen. Zum allerersten Mal macht sich die Gottespartei für ein anderes Ziel stark als für ihr ursprüngliches, den Widerstand gegen Israel. Über 5000 Kämpfer werden nach Syrien entsendet, um den Rebellen entgegenzutreten. بإجمال أعود وأقول لكم اليوم لماذا نقف مع سوريا ولماذا نقف إلى جانبها أمريكا والغرب ومن معهما يأتون
بكل الإرهابيين من كل أنحاء العالم ويأتون بهم إلى سوريا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدمروا سوريا وأن يدمروا محور المقاومة الذي بات يهدد أصل المشروع الصهيوني وبقاء إسرائيل في المنطقة. نحن اليوم أمام اكتشاف حجم التهديد الذي تمثله هذه الجماعات أيضا لكل دول الجوار بالخصوص ومنها لبنان. Die Reaktion der Sunniten auf den Einsatz der Hisbollah in Syrien lässt nicht lange auf sich warten. Mit zahlreichen Demonstrationen in Tripoli, in Sidon, in einigen Vierteln Beirut machen sie ihrer Wut Luft und unterstützen die andere Seite, die syrischen Aufständischen, die größtenteils Sunniten sind. Die Hisbollah hat unser Land in eine dramatische Lage gebracht, weil sie direkt mit dem Krieg in Syrien in Verbindung steht. Wir betrachten sie nicht länger als Widerstandsbewegung gegen Israel. Die Hisbollah hat sich mit dem syrischen Regime zusammengetan, einem Regime, das in den Augen der Sunniten Kinder foltert und sein Volk niedermetzelt. Wie lässt sich erklären, dass die Hisbollah den Libanon in einen Krieg getrieben hat, der hier nicht hingehört? Dass die Hisbollah sich in Syrien für das Assad-Regime einsetzt, stellt ihre Eigenständigkeit in Frage. Dieser Einsatz erfolgte auf Anweisung des Iran. Der Iran stellt das Geld zur Verfügung, die Waffen, die Ausbildung und die Ideologie. Eine strategische Entscheidung, wie die tausende Kämpfer nach Syrien zu schicken, kann nur in Teheran getroffen werden. Das militärische Engagement der Hisbollah in Syrien erfolgte nicht auf Anordnung des Iran. Hier haben wir es eher mit Anschauungen und Vorstellungen zu tun, die die beiden gemeinsam haben. Mit anderen Worten, Hisbollah und der Iran vertreten denselben Standpunkt der syrischen Krise gegenüber. Denn unter all den Ländern dieser Region stellt Syrien das Bindeglied vom Iran zur Hisbollah dar. Seit einigen Jahren weitet der Iran seinen Einfluss auf den Nahen Osten immer weiter aus. Mit Erfolg. Der schiitische Halbmond zieht sich nun vom Iran über den Irak und Syrien bis hin in den Libanon. Durch militärische, wirtschaftliche und ideologische Unterstützung hat sich die iranische Macht strategische Verbündete innerhalb der Region gesichert. Die schiitische Regierung im Irak, das Assad-Regime in Syrien, gesteuert von der Alawiten-Minderheit, die aus dem Schiismus hervorgegangen ist, und die Miliz der Hisbollah im Libanon. Ein einiges sunnitisches Lager existiert dennoch nicht. Da ist die Türkei, sie ist kein arabischer Akteur wie der Iran, hat aber einen gewissen Einfluss aufgrund des politischen Modells, das manch einer als gelungene Mischung aus politischem Islam und Demokratie sieht. Da ist Saudi-Arabien der große historische Akteur. Und dann ist da noch Katar, das ambitionierte Emirat, das seit ein paar Jahren mehr und mehr an Macht gewinnt. Als Antwort auf das Bersten des sunnitischen Lagers hört man nur die Stimme des religiösen Extremismus. Sie protestiert gegen die Vormachtstellung des Iran in der Region. Ein radikaler Imam nach dem anderen versucht, die Gemeinschaft der Sunniten im Libanon zu mobilisieren. Der bekannteste und hartnäckigste ist Scheich Ahmed al-Assir, ein Salafist um die 40 aus der Stadt Sidon im Süden von Beirut. Seine glühenden Reden begeistern die Massen. Die Amerikaner wollen es schon seit langem. Und die Iraner wollen uns auch im Irak abschlachten. Jetzt tun sie sich zusammen, um uns in Syrien niederzumachen. Wie? Das Assad-Regime schlachtet die Menschen ab. Mit der hundertprozentigen des Iran. Und was tun die USA? Nichts. Sie lassen es geschehen. Der Westen genauso. Keiner schreitet ein. Auch nicht die arabischen Länder. Es reicht. Möge Gott sie alle verfluchen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass neben dem harten Salafistenkern um Ahmed al-Assir die meisten Teilnehmer an diesen Veranstaltungen einfache libanesische Sunniten waren. Sie haben sich in Ahmed al-Assirs Reden wiedergefunden, weil er gegen die Hisbollah gewettert hat, gegen den Iran, und offen verkündet hat, dass er diese Erniedrigung und die Dominanz des Iran ablehnt.
de l'Iran. Das Erstarken des radikalen Islam im Libanon wird vom Konflikt im Nachbarland genährt. Aufgrund der festgefahrenen Kriegssituation und des Desinteresses der internationalen Gemeinschaft wird Syrien zum fruchtbaren Boden für den weltweiten Dschihadismus, in dem fundamentalistische Bewegungen wie die Al-Nusra-Front, die zur Al-Qaida gehört, ihre Wurzeln treiben. Noch fanatischer ist der IS, der Islamische Staat, auf Arabisch auch Daesh genannt. Durch die Bilder, die diese Organisation in den sozialen Netzwerken postet, wird sie rasch für ihre rigorose Auslegung des Islam und ihre Terrorakte bekannt. Dass diese Dschihadisten gleich vor den Toren des Libanon ihr Unwesen treiben, ist laut Hisbollah der wichtigste Grund für ihr Eingreifen in Syrien. Für die schiitische Partei und ihren Verbündeten Assad sind alle syrischen Revolutionäre Terroristen. Al-Nusra, Al-Qaida und die anderen kommen alle aus dem Wahhabiten-Regime. Sie geben sich populistische Namen, aber alle unterstehen Saudi-Arabien und seinen Geheimdiensten. Diese Männer wurden angeworben, damit sie das Bild der Religion verunstalten. Sie führen Krieg im Namen des Islam, aber sie besudeln den Namen Allahs, Mohammeds und den Koran. Wenn diese Dschihadisten am Rand der Beqa-Ebene auftauchen und alle Dörfer an der libanesisch-syrischen Grenze in ihre Gewalt bringen, müssen wir reagieren. Wir werden nicht abwarten, bis sie unsere Häuser angreifen, unsere Frauen vergewaltigen oder unser Hab und Gut stehlen. Wir haben schon genug mit Israel mitgemacht. Anfang 2013 stellt Scheich Ahmed al-Assir im libanesischen Sidon eine sunnitische Miliz auf. Die Dschihadisten sollen den Aufstand in Syrien unterstützen. Sie wird so zu einer Bedrohung für die Hisbollah. Die beiden Lager begegnen sich in Sidon mit äußerster Gewalt. Am 23. Juni 2013 rückt die libanesische Armee in die Stadt ein, um Scheich Assir und seine Männer festzunehmen. Die Hisbollah steht der Armee tatkräftig zur Seite. Die Kämpfe enden mit dem Tod von 18 Soldaten und der Flucht des Predigers nach Syrien. Jetzt gerät die Situation im Land außer Kontrolle. Eine Reihe von Autobomben explodiert in den Hisbollah-Zentren des Libanons. Zum ersten Mal seit ihrer Existenz wird die Hisbollah in ihrer Hochburg angegriffen, dem südlichen Stadtrand von Beirut, der unverzüglich abgesichert wird. Bevor die libanesische schiitische Partei Tausende von Kämpfern entsendet hat, gab es im Libanon kein einziges Attentat in mehrheitlich schiitischen Gebieten oder Vierteln. Das heißt, der Hisbollah-Einsatz in Syrien hat den Teufel in den Libanon gelockt. Und der hatte nichts damit zu tun, dass die Ketzer das Land angreifen wollten. Eine unmittelbare Gegenreaktion erfolgt in Tripoli, der Sunnitenhauptstadt im Norden des Landes. Explosionen erschüttern die beiden größten Moscheen der Stadt. Die traurige Bilanz: 42 Tote und 500 Verletzte. Schiiten und Sunniten bekriegen sich mit Autobomben. Schiiten und Sunniten hatten immer Probleme miteinander. Aber das endete selten in Krisen oder Kämpfen. Es gab vielmehr Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten. Denn im Grunde ist das Problem kein religiöses, sondern ein politisches. Ob das nun im Irak ist, in Syrien oder im Libanon. Den Kalten Krieg zwischen Sunniten und Schiiten gibt es nicht erst seit 2011. Offen ausgetragen wird er theoretisch schon seit 2005, als Rafiq al-Hariri ermordet wurde. Die Nachricht ging damals um die ganze Welt. Am 14. Februar 2005 fällt Rafiq al-Hariri, Premierminister und großer Führer der Sunnitengemeinschaft, einem Autobombenattentat in der Beiruter Innenstadt zum Opfer. Zu dieser Zeit befindet sich der Libanon noch unter syrischer Besatzung. Sofort ist Syrien der Hauptverdächtige.
Die libanesische Gesellschaft spaltet sich in zwei politische Strömungen. Die pro-syrische einerseits, die unter der Führung der schiitischen Hisbollah Syrien die Stange hält und Israel beschuldigt. Auf der anderen Seite steht die antisyrische Koalition, die Christen, Drusen und Sunniten versammelt und sich an der Zukunftsbewegung orientiert, der Partei Rafiq al-Hariris. Sie fordern den unverzüglichen Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon und die restlose Aufklärung des Mordes an al-Hariri. Nach zwei Monaten vieler Demonstrationen und politischen Drucks trägt die antisyrische Koalition ihren ersten Sieg davon. Nach 30 Jahren Besatzung zieht sich Syrien aus dem Libanon zurück. Wenig später finden die ersten freien Wahlen des Landes statt. Die Mehrheit im Parlament erhält die Zukunftsbewegung, an deren Spitze Saad al-Hariri steht, Rafiq al-Hariris Sohn. Auf diesen Wahlsieg reagierte die Hisbollah politisch völlig unangemessen. Das gesamte Regierungssystem wurde blockiert und es wurden weiterhin Anschläge verübt. Auf Intellektuelle, Journalisten und Politiker, Gegner der pro-syrischen Kundgebungen am 8. März und generell des syrischen Systems. Durch den Juli-Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Jahr 2006 gewinnt die Gottespartei weiter an Stärke und erlangt in der gesamten arabischen Welt einen Heldenstatus. Auch wenn die Verluste groß waren, hat sich die schiitische Miliz gegen die israelische Armee behauptet und verkündet einen göttlichen Sieg. Nach dieser Großtat machen die Hisbollah und ihre Verbündeten ihre Truppen selbstsicher gegen die antisyrische Regierung mobil. Am 7. Mai 2008 stürmen sie die Sunnitenviertel Beiruts. Nach tagelangem Kampf und Belagerung gelingt es ihnen, die Regierung zu stürzen. Der Mai 2008 ist ein einschneidender, sehr bedeutender Moment. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Gewalt in der libanesischen Politik wieder in Betracht gezogen und als Instrument gesehen, das ein Kräfteverhältnis ändern bzw. ein neues Kräfteverhältnis durchsetzen kann. Der Großteil der Sunniten sah in der Hisbollah eine Streitmacht des Widerstands. Inzwischen gilt sie aber als Besatzungsmacht. Und die Sunniten denken, ja, Israel ist ein Feind. Aber die Hisbollah stellt mittlerweile für uns ein ebensolches Problem dar. Die Hisbollah von heute steht nicht für den traditionellen Schiismus. Der traditionelle Schiismus sucht das Recht, die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Er sucht nicht die Vorherrschaft, den Sieg über die anderen oder ihre Vernichtung. Der traditionelle Schiismus steht auf Seiten der Unterdrückten. Er ist den Menschen eine Stütze gegen Gewaltherrschaft und Tyrannei. Mittlerweile ist die Hisbollah schlagkräftiger als der libanesische Staat. Die Schiitenpartei verfügt über ein Waffenarsenal von beträchtlichem Ausmaß, das für den Kampf gegen Israel vom Iran bedient wird und das sie bedenkenlos in ihrem Privatsender Al-Manar in Szene setzt. Die Bewaffnung der Hisbollah ist der Hauptgrund für das Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften des Libanon. Die Hisbollah muss ihre Waffen der libanesischen Armee übergeben, denn nur sie darf für die Verteidigung des Landes zuständig sein. Die Hisbollah hat kein Recht zu entscheiden, wie das Land verteidigt werden soll. Das muss das libanesische Volk entscheiden. Eine bewaffnete Gruppe gibt, werden auch Stimmen in den anderen Gemeinschaften laut, die ebenfalls Waffen für sich fordern. Weil der Hisbollah in ihren Augen nur ein gleich starkes System entgegengesetzt werden kann. Aber wenn wir damit anfangen, ist der große Knall in unserem Land nicht mehr weit. Im Laufe der Jahre hat die Machtübernahme der Hisbollah das Gefühl der Erniedrigung und der Frustration in der sunnitischen Gemeinschaft noch verschärft. Die Sunniten fühlen sich in ihrem eigenen Land wie Bürger zweiter Klasse. Bab el-Tibani, ein armes Viertel von Tripoli. Über 40% der Einwohner sind arbeitslos. Manch einer würde es gerne mit der Schiitenorganisation aufnehmen. Wir sind bereit, auf Gewehre mit Gewehren zu antworten. Und auf Bomben mit Bomben. Das ist kein Problem. Wir wollen hier leben. Wir sind Kinder dieses Landes. Wo sollen wir denn sonst hin? Wenn die gemeinsame Sache mit dem Iran machen wollen, dann sollen sie doch dorthin gehen.
Wenn uns Saudi-Arabien Waffen schicken würde, würden die keine 24 Stunden überleben. Die Hisbollah taugt nichts. Die haben moderne Technik, da kann ich nichts anderes behaupten. Die haben ihre Waffen. Aber wir haben die Jungen. Und die sind bereit, das weiß jeder, sich für unsere Sache in die Luft jagen zu lassen. Angst haben wir nur vor Allah. Unser Führer, das ist Mohammed, weder Khomeini noch sein Nachfolger. Wir gehorchen nur Mohammed und dem Koran. Da ist der Koran. Sowohl die Schiiten als auch wir haben den Koran. Doch wir glauben an seine Unfehlbarkeit. Wenn sie das anders sehen, sollen sie abhauen. Wir haben keine Angst. Wir wollen, dass die libanesische Regierung sich hier wieder durchsetzt. Wir stehen hinter dem Staat. Ich sag's noch einmal. Wir wollen die Regierung und wir wollen Sicherheit. Solange die Hisbollah sich nicht wieder dem Staat zuwendet und ihm ihre Waffen übergibt, wird sich hier nichts verbessern. Wenn die Hisbollah die Stelle der Regierung einnimmt, müssen wir uns bewaffnen, um uns zu verteidigen. Die sagen, die Waffe ist der Stolz eines Mannes. Also werden wir uns mit Stolz verteidigen. In dem Duell zwischen Sunniten und Schiiten haben die libanesischen Christen das Nachsehen. Sie sind die traurigen Verlierer des libanesischen Bürgerkriegs. Denn obwohl sie beinahe 30% der Bevölkerung ausmachen, wurden ihnen viele politische Privilegien genommen. Seit 2005 sind sie tief gespalten. Die einen bekennen sich zum Lager der Bashar al-Assad-Befürworter, die anderen zur Gegenseite. Die Christen haben schon immer eine demokratische Denkart und eine gewisse Aufgeschlossenheit gepflegt. Das ist positiv. Doch heute gelingt es ihnen nicht, sich auf einen Kandidaten für das Präsidentenamt der Republik zu einigen. Und das macht nicht nur den Christen selbst Sorgen, sondern allen Libanesen. Ihre Meinungsverschiedenheiten rühren daher, dass sie ihre Gemeinschaft schützen wollen. Die einen glauben, ein Bündnis mit den Schiiten würde ihnen Sicherheit bieten. Die anderen glauben, ein Bündnis mit den Sunniten würde das tun. Sie versuchen als Minderheit in einer Region zu überleben, die sich zu einer Maschinerie entwickelt, die es sowohl auf Minderheiten als auch auf die gesellschaftliche Vielfalt abgesehen hat. Die Christen des Libanon sind wie die der ganzen arabischen Welt in großer Sorge. Aber ich glaube nicht, dass sie die einzigen sind. Alle Libanesen sind in Sorge, denn der Terrorismus macht keinen Unterschied zwischen einem Libanesen und einem anderen, zwischen einem Christen und einem Muslim. Wir Christen fühlen uns sicherer, wenn die Muslime, die Schiiten und die Sunniten sich miteinander verständigen. Denn ein einiger Libanon gründet sich auf das Einvernehmen zwischen den Sunniten, den Schiiten und allen christlichen Gemeinschaften. Die Beka-Ebene liegt im äußersten Osten des Libanon. Hinter dieser Bergkette tobt der Krieg in Syrien. Die Grenze ist offen. Tausende von Syrern haben sie bereits überquert, um sich im Libanon in Sicherheit zu bringen. Inzwischen sind es über 1,5 Millionen. Verteilt über das ganze Land machen sie ein Drittel der libanesischen Bevölkerung aus. Da sie größtenteils Sunniten sind, stellen sie einen weiteren Destabilisierungsfaktor für das Land mit seiner labilen Identität dar. In der Beka-Ebene hat die Stadt Assal die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Gleich zu Beginn des Konflikts in Syrien hat sich Assal als sunnitische Gemeinde auf die Seite der Rebellen gestellt. Die Stadt ist umgeben von schiitischen Dörfern mit treuen Anhängern der Hisbollah. Mittlerweile platzt Assal vor syrischen Flüchtlingen aus allen Nähten. Innerhalb von 3 Jahren ist seine Bevölkerung von 40.000 auf über 120.000 Einwohner angewachsen. Notunterkünfte schießen überall wie Pilze aus dem Boden.
Die Stadt, die kaum über Mittel verfügt, muss irgendwie mit dieser Belastung zurechtkommen. Arsal nimmt seit Beginn der Revolution Flüchtlinge auf. Was uns alle möglichen Probleme bereitet, im Straßenverkehr zum Beispiel und was Strom, Infrastruktur und Wasser angeht. Dann ist da noch das Thema Sicherheit. Die Stadt kann nicht für die Sicherheit sorgen. Dafür sind doch eigentlich Regierung und Armee zuständig, wie überall auf der Welt. Grenzorte wie Arsal haben syrische Flüchtlinge aufgenommen und die Regierung tut einfach nichts. Wir sind uns selbst überlassen. Wir fordern die Regierung auf, die Grenzen zu schützen und die Einreise der Flüchtlinge samt ihrer Durchsuchung zu organisieren. Arsal hat eine Krankenstation eingerichtet, in der die Flüchtlinge medizinisch versorgt werden. Aber auch Rebellen, die bei den Kämpfen auf der anderen Seite der Grenze verletzt wurden, werden hier behandelt. صرت بالجرد ماشي بالجرد ام اجت الطياره فوقنا ام زدت برميل علينا ايه ما عدت بعرف شيء غير حالي صحيت هون بالمستشفى Nur wenige Kilometer von Arsal toben in der syrischen Region Kalamun die Kämpfe zwischen den Rebellen und der Armee Bashar al-Assads, unterstützt von der Hisbollah. In dieser Schlacht bleibt auch libanesisches Stadtgebiet nicht verschont. Die syrische Armee bombardiert die Stellungen der Aufständischen nahe der Grenze. Als Vergeltung hageln Raketen auf die Hisbollah-treuen Dörfer nieder. Das Grenzgebiet zu Syrien ist ein hochgefährliches Terrain. Rebellengruppen, die durch die Auseinandersetzungen in Kalamun zurückgedrängt wurden, haben sich hier in provisorischen Rückzugsbasen verschanzt. Seit Monaten kämpft sie gegen die Hisbollah. Solange sich die Hisbollah in Syrien befindet, kämpfen wir gegen sie genauso wie gegen die Armee von Bashar. Was im Libanon passiert, geht uns nichts an. Aber in Syrien machen wir weiter Jagd auf die Hisbollah. Die Schlacht von Kalamun hat die Hisbollah in Syrien am schwersten getroffen. Dass die Hisbollah nach Syrien gegangen ist, ist für uns kein Grund, uns nach dem Sieg der Rebellion an den Schiiten im Libanon zu rächen. In Syrien wird es immer Schiiten und Alawiten geben. Unser Krieg ist nicht gegen sie gerichtet, sondern gegen das Regime. Die reagieren auf die Angriffe. Schließlich ist die Hisbollah in unser Land eingefallen. Diese Revolution haben wir für unsere Familien gemacht, um sie vor weiterer Gewalt zu schützen. Wir sind nicht solche Henker, so wie das Regime. Wir sind gegen den islamischen Extremismus. Wir sind gegen die Unterdrückung irgendeiner Gemeinschaft, ob die nun christlich ist oder muslimisch. Es sei denn, es klebt syrisches Blut an ihren Händen. Die christlichen Dörfer in Grenznähe sind äußerst besorgt. Man fürchtet das Eindringen syrischer Rebellen. Der Hisbollah-treue Ort K hat Patrouillen mit Freiwilligen aufgestellt, die das Umland überwachen. Ja.
Momentan haben wir 20.000 bis 30.000 Flüchtlinge. Die Leute im Dorf fürchten, dass unter ihnen gefährliche Personen sein könnten. Deshalb herrscht hier ständig Angst. Angst zu haben gehört zu unserem Alltag. Man hat uns gesagt, diese Typen sind aus Syrien geflüchtet und befinden sich jetzt hinter diesen Bergen. Gesehen haben wir sie nicht, aber wir hören Schüsse und Bomben. Hätte die Hisbollah nicht in Syrien eingegriffen, wären wir nicht hier. Die hätten vielleicht alle Dörfer überfallen. Denn für diese Terroristen sind wir alle Gottlose. Im April 2014 wird den Forderungen der Bevölkerung nachgegeben. Die libanesische Armee wird an die Grenze entsendet. Die meisten Soldaten sind in der Stadt Arsal stationiert, um den Grenzübertritt der Rebellen zu kontrollieren und ein Übergreifen des Konflikts von Syrien auf den Libanon zu verhindern. Jetzt ist die Stadt von der Armee abgeriegelt. Über die Schwierigkeiten im Bereich der Sicherheit hinaus steht der Libanon wegen des massiven Zustroms syrischer Flüchtlinge auch vor einer beispiellosen humanitären Krise. Eine tickende Zeitbombe in einem Land, das nur wenig größer ist als Korsika. In der Registrierungsstelle des UN-Flüchtlingshilfswerks in der BK-Ebene wird das Ausmaß erschreckend deutlich. Jeden Tag registrieren wir über 3.000 Flüchtlinge im ganzen Land. Pro Monat sind das dann etwa 50.000. Aber es gibt nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Und für die einzelnen Gemeinden hat die Aufnahme so vieler Flüchtlinge ja auch Folgen. Wir beobachten mit Sorge, dass zwischen den Einheimischen und den Syrern Spannungen entstehen. Deshalb muss dem Libanon dringend geholfen werden, die Flüchtlinge so unterzubringen, dass es nicht zu Spannungen kommen kann. Sonst steht zu befürchten, dass wir an einen Punkt gelangen, an dem der Libanon mit diesem Druck und dieser unglaublichen Zahl von Flüchtlingen nicht mehr fertig werden kann. Die libanesischen Arbeiter haben als Erste unter der Situation zu leiden. Bauunternehmer stellen lieber Syrer ein. Sie sind die billigeren Arbeitskräfte. Diese Konkurrenz sorgt bei den Libanesen für Empörung. Wir nehmen 4 Euro pro Stunde fürs Fliesenlegen. Die Syrer 1,50. Außerdem bekommen sie noch Hilfsgelder von der UNO. Für so wenig Geld können wir Libanesen einfach nicht arbeiten. Ich bin seit 30 Jahren Fliesenleger. Aber seit 2 Jahren habe ich keine Arbeit mehr. Viele Libanesen sind wegen der Flüchtlinge arbeitslos. Die Fliesenleger haben keine Arbeit mehr. Und die Bauern auch nicht. Das sorgt für Probleme. Einmal hat man mir einen Job für 5 Euro angeboten. Gekriegt hat ihn schließlich ein Syrer für 2 Euro. Ich solle das mit ihm selbst regeln, hieß es. Aber wie denn? Wenn ich ihn umbringe, komme ich ins Gefängnis. Das bringt also nichts. Noch so ein Jahr können wir nicht mehr verkraften. Wir werden zur Gewalt greifen, einen Aufstand anzetteln, damit wir überleben können. Die Situation kann so nicht bleiben. Die meisten syrischen Flüchtlinge leben unter überaus dürftigen Bedingungen. Es gibt keine Jobs, mit denen wir für unseren Unterhalt aufkommen könnten. Außerdem wohnen wir schrecklich beengt. Gott hilf uns. Wir sind zu 18. Keiner hilft uns. Wir bekommen überhaupt keine Unterstützung von niemandem. Die Kleine hier muss Milch trinken, aber die kostet 8 Euro.
Ich versuche sie zu stillen, aber ich habe keine Milch mehr. Sollen wir sagen, dass es uns gut geht? Und selbst wenn uns alle von morgens bis abends versorgen würden, das wäre nicht das, was wir wollen. Es ist nicht die Lösung für das, was wir brauchen. Die Verarmung in den Flüchtlingslagern sorgt zunehmend für Beunruhigung bei den Libanesen. Wie lange kann diese besorgniserregende Situation im Schatten eines nicht enden wollenden Konfliktes noch bestehen? Das Gefühl der Ungerechtigkeit, der Ausgrenzung, des im Stich gelassen Werdens kann eine Wut nähren, die möglicherweise zu einer politischen oder gar religiösen Radikalisierung führt. Wer sich von der Welt im Stich gelassen fühlt und selbst mit kleinen Alltagsdingen Probleme hat, wer im Libanon ausgegrenzt wird, nachdem er in Syrien solche Gräuel erlebt hat, der kann sehr wütend werden auf alle, die für sein Unglück verantwortlich sind. Im August 2014 nimmt die Bedrohung durch den Fundamentalismus an der libanesischen Grenze Gestalt an. In Arsal stürmen al-Nusra und IS-Dschihadisten die Absperrungen der Armee und versuchen, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Armee stellt sich ihnen entgegen. Die Bilanz der heftigen Auseinandersetzungen? Über 20 tote Soldaten und 24 Geiseln. Bald stellen die Dschihadisten ihre Bedingungen. Die Entlassung ihrer Brüder aus der libanesischen Haft und der Rückzug der Hisbollah aus Syrien. Was passiert ist, ist noch schlimmer, als wir dachten. Solche bewaffneten Männer sind im Libanon ein unbekanntes Phänomen. Es sind Takfiris, Teufel, die verschiedenen Bewegungen angehören, aus verschiedenen Ländern stammen und von außerhalb in unser Land gekommen sind. Sie arbeiten mit Elementen zusammen, die in die Flüchtlingslager eingeschleust wurden. Wir müssen dringend eine Lösung hinsichtlich der Flüchtlinge finden, die überall auf libanesischem Staatsgebiet verteilt sind, damit die Lager nicht zu Terroristennestern werden. Der Überfall der Dschihadisten auf Arsal verdeutlicht eine äußerst beunruhigende Tatsache. Die ultraradikale sunnitische Bewegung Islamischer Staat steht vor den Toren des Libanon. Seit dem 10. Juni 2014 hat diese gefährliche Organisation mit ihren offiziell 30.000 Dschihadisten mehrere Städte im Irak in ihre Gewalt gebracht. Ende Juni hat der IS sogar ein Kalifat ausgerufen, das sich vom syrischen Aleppo bis nach Diyala im Irak erstreckt und Raqqa zur Hauptstadt hat. Um das Ereignis zu besiegeln, inszenierte der Anführer der Gruppe und selbsternannte Kalif Abu Bakr al-Baghdadi seinen ersten öffentlichen Auftritt in der großen Moschee von Mosul. Der IS erschüttert die arabische Welt bis in die Grundfesten und vertieft die Kluft zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften in der Region. In einer Blitzoffensive schlagen die Dschihadisten die irakischen Streitkräfte in die Flucht und bringen die schiitische Regierung in Bagdad zu Fall. Wie Barbarenhorden ziehen sie plündernd und mordend durch das Land und legen Kultstätten in Schutt und Asche. Hunderttausende Iraker bangen um ihr Leben und fliehen, auch die christlichen Minderheiten. Die meisten gehen nach Kurdistan, einige aber auch zu ihren Familien im Libanon. Die Christen des Libanon, der arabischen Welt, Syriens, Iraks oder anderer Länder stürzt die Existenz des IS in große Besorgnis. Das Christentum wird aberkannt. Sie müssen entweder gehen, besondere Abgaben zahlen oder zum Islam übertreten.
Diese drei Auflagen hat der IS im Irak tatsächlich durchgesetzt. Das ist beängstigend für alle Christen des Orients. Voller Panik angesichts der wachsenden Macht des IS stellt sich die libanesische Bevölkerung hinter die Armee. Der sunnitische Extremismus wird zum Feind Nummer eins. Die Streitkräfte verstärken ihre Präsenz in der sunnitischen Stadt Tripoli und führen Razzien gegen Islamisten durch. Die radikalen Imame reagieren mit ätzenden Schmähreden. بعد ذلك يعتبر حكام لبنان ما يجي الان في العراق. في كل مناطق اهل السنه بدات الثوره. يقول لك يا اخي ميتين وميتين عم ياخذونا واحد واحد يقتلونا، خلينا نعيش بكرامه او نموت بكرامه. نقول لهم والله لو استجدتم بدول الارض كلها لن تستطيعوا ان تهزموا هذا الاسلام. الاسلام باق باق باذن الله عز وجل ولو كره الكافرون. لذلك انصح حكام لبنان ان يعتبروا بما جرى في العراق قبل ان يفوت الاوان. Ich denke nicht, dass der IS die Macht übernehmen wird. Möglicherweise in Tripoli, aber nicht in Beirut. Er wird die Scharia in ihrer fundamentalistischsten Form nicht etablieren können. Allerdings könnten sie die Gelegenheit nutzen und im Libanon Fuß fassen, um dort weitere Operationen durchzuführen. Denn das Klima der Frustration, der Rachegefühle und Vergeltungsgedanken ermöglicht es solchen Gruppen durchaus, Unterstützung zu finden und Verbündete, wenn nicht gar Leute, die bei ihren politischen Plänen mitwirken. Den Islamischen Staat haben wir gemacht. Ich habe Dinge von Schiiten im Irak gehört. Der IS stellte in Mosul nur 10% der Bevölkerung. Heute sind es über 60. Die Tatsache, dass wir Sunniten und Kurden nicht integriert haben und unser konfessionelles Denken, das hat die Sunniten dem IS in die Arme getrieben. Ich fürchte, gewisse Kreise setzen den Daesh, den IS, verallgemeinernd ein. Das sind die Vertreter des sunnitischen Glaubens. Der IS steht für eine sunnitische Minderheit, wobei das Erstarken eines politischen Islam in der Region nicht zu leugnen ist. Dafür gibt es mehrere Gründe. Unter anderem die Tatsache, dass das syrische Volk einer Kriegsmaschinerie des Regimes überlassen wurde, die vom Iran und Russland versorgt wird. Das Phantom der Angst, das dem fundamentalistischen Islam Aufwind gibt, stärkt auch der Propaganda des syrischen Regimes und der Hisbollah den Rücken. Das erklärt, dass am Tag der Präsidentschaftswahl in Syrien tausende syrische Flüchtlinge, flankiert von der Hisbollah, in der syrischen Botschaft in Beirut für Bashar al-Assad stimmten. Einige Tage später erklärte sich der Mann mit dem Beinamen Schlechter von Damaskus als wiedergewählt. Dieser scheinbare Sieg der Hisbollah hat jedoch eine Kehrseite. Ihr militärisches Engagement in Syrien hat die Gottespartei geschwächt. Schätzungen zufolge belaufen sich ihre Verluste auf über 1000 Männer. In der Beka-Ebene, im Süden und in Beirut prangen ihre Fotos an Straßen und Häusern. Das ist mein Sohn, Hassan Nayef Dandash. Er starb in Aleppo. Es war seine Entscheidung, die wir unterstützt haben. Ich habe noch mehr Söhne, die diesem Weg folgen. Wir werden nicht aufgeben. Wir wollen weitermachen. Ja.
Er fehlt mir. Ich habe meinen Sohn doch unter meinem Herzen getragen. Aber würden wir unsere Söhne nicht hinausschicken und mit gefalteten Händen im Schoß dasitzen, würden die kommen und uns in unserer Heimat angreifen. Die Hisbollah unterstützt unsere Familie. Dank der Partei fehlt es uns an nichts. Dank Allah und Hassan Nasrallah haben wir keine finanziellen Sorgen. Eine Schlacht folgt der anderen. Ein Kämpfer nach dem anderen wird beigesetzt. Offiziell stellen die Hisbollah-Streiter eine beispielhafte Loyalität unter Beweis. Doch im Verborgenen gerät manch einer ins Grübeln. Ist diese Loyalität noch vertretbar? Ist sie nicht zweifelhaft geworden wegen der zahllosen Opfer und dem Umstand, dass die Partei sich von dem entfernt hat, was sie einst so populär gemacht hatte, dem Kampf gegen Israel? In den Medien wird viel Falsches berichtet. Da ist die Rede von Wut und Unzufriedenheit innerhalb der Hisbollah wegen ihres Eingreifens in Syrien. Aus soziologischer Sicht ist das Verhältnis zwischen der Hisbollah und ihren Anhängern ein strukturelles. Und das heißt, ein solides, unerschütterliches. Welche Entscheidungen die Hisbollah auch trifft, ihre Leute werden ihr folgen und weiter hinter ihr stehen. Was sie allerdings schwächen kann, ist die Zeit. Wenn es noch lange dauert und sie weiterhin militärische Präsenz zeigt und die Verluste kein Ende nehmen, das kann allmählich Fragen aufwerfen. Da werden die Leute auf eine Lösung und auf ein Ende drängen. Auch wenn das syrische Regime stürzt oder Schwäche zeigt und sie einen Verbündeten verliert und damit auch eine große Schlacht, in der sie sich engagiert hat, dann hat sie nicht nur an Kämpfern eingebüßt, sondern auch an ihrer Glaubwürdigkeit in der arabischen Welt und an Geld. Es kann mit der Zeit schlecht ausgehen für sie. Syrien ist nicht das Vietnam des Iran, das ist klar. Aber Syrien ist sicherlich das Vietnam der Hisbollah. Vielleicht ist der Iran zu groß und zu mächtig, um in Syrien etwas von seiner Macht einzubüßen. Aber die Hisbollah ist nicht der Iran.